Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Best of Fit TV EU. Heute aus Bad Schlema. Ich stehe hier vor dem Kurbad Schlema. Und das sind unsere Themen. Voll im Trend. Die neueste Schuhkollektion. Umweltfreundlich. Die Elektroflitzer bald als Sechssitzer. Unterhaltung pur. Neuvorstellungen auf der CeBIT. Nach dem Schmelzen der Schneedecke werden die vom Winter verursachten Schäden erst richtig sichtbar. Besonders das Fahrwerk am Auto bekommt das zu spüren. Doch wer haftet eigentlich für den finanziellen Schaden? Und wie groß der Aufwand bei den Kommunen dabei ist, zeigt unser nächster Beitrag. Der Winter macht den Autofahrern auf Deutschlands Straßen jedes Jahr mit Schnee und Glatteis schwer zu schaffen. Aber erst wenn die weiße Pracht verschwunden ist, werden die Folgeschäden sichtbar. Und für die meisten Fahrer auch deutlich spürbar. Frost ist die Hauptursache für die nun auf den Straßen entstandenen Schlaglöcher. Sehr zum Ärger der Autofahrer. Es knallt und ist nicht gut fürs Auto, ja klar. Die haben dann nach dem Winter die größten Teils der Löcher ausgepflegt. Aber das ist auch alles nur was von 12 bis Meter. Die Stadt soll mal richtig schön betonieren, alles neu machen. Da wird ein bisschen Teer in den Dreck reingeschmissen und das ist eine Woche später wieder raus. Vielen Autofahrern sind die Löcher in den Straßen ein Dorn im Auge. Für die Kommunen und Länder stellen sie eine immense finanzielle Belastung dar. Häufig wird daher mit sogenanntem Kaltasphalt provisorisch ausgebessert. Die Stadt Düsseldorf hat im vergangenen Winter für die Reparatur dieser Winterschäden, also dieser 5000 Löcher, 2,5 Millionen Euro aufgewendet. Der Autoclub Europa benennt Gesamtkosten von 2,5 Milliarden Euro allein für die Beseitigung der Schlaglöcher auf Deutschlands Straßen aus dem letzten Winter. Trotz nur notdürftiger Ausbesserungen bleiben Schäden an Fahrzeugen eher selten. Unfälle durch Straßenschäden ist eher die Ausnahme, kommt relativ selten vor. Einerseits kann man im kommunalen Bereich Schäden sehen und hat auch die Pflicht, sich dementsprechend zu verhalten, angepasst zu fahren. Sollte man aber trotz angepasster Fahrweise einen Schaden am Auto erleiden, hat man nicht automatisch Anspruch auf Schadenersatz. Wenn ich der Meinung bin, dass ein Straßenschaden ursächlich für den Unfall ist, muss man anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen. Man wird einen Schaden nicht selber durchsetzen können. Es gilt für den Autofahrer andererseits auch eine hohe Sorgfaltspflicht bei der Benutzung von Straßen. Die meisten Schlaglöcher werden erst im Frühjahr beseitigt. Bis dahin heißt es aber Augen zu und durch. Oder besser dran vorbei. Und nach der Werbung sehen Sie Entdeckung. Sprengsätze in Brandenburg. Gesundes. Wissenswertes zur richtigen Ernährung. Voll im Trend. Die neueste Schuhkollektion. Tanken war gestern. Das erste sportliche City-Elektroauto der Welt. Einzigartiges Konzept. Emissionsfreie Mobilität bei Ladung mit Sonnenenergie. Für ökologisch Bewusste, die auf Fahrspaß nicht verzichten wollen. Sportlich, wirtschaftlich, ökologisch. Leistung ohne Emissionen. Vergnügen ohne Ende. Edle Pferde und historische Kutschen, das ist das Thema der DVD Equipage Bad Elster 2010. In ca. 85 Minuten erleben Sie den Pfingstsonntag 2010 in Bad Elster. Dieser begann am Vormittag mit einer Kutschenpräsentation, am Nachmittag folgten Schauvorführungen und Wettkämpfe. Vor der Siegerehrung gab es noch den Höhepunkt des Tages, das Kutschtheater. Einfach ein Muss für alle Kunst- und Pferdeliebhaber. Lassen Sie sich dieses Highlight nicht entgehen. Versetzen Sie sich zurück in die gute alte Zeit, als es noch einen sächsischen König gab. Bestellen Sie noch heute unter der Nummer 01803 57 4x die 0 und die 9 Ihre persönliche DVD Equipage 2010 Bad Elster.
Blues and More. Das war das Motto des ersten Chemnitzer Blues Festival 2010. In circa 67 Minuten erleben Sie einen Mitschnitt dieser Veranstaltung auf DVD. Diese fand am 5.6.2010 im Schauspielhaus in Chemnitz statt. Die drei Gruppen Ibi Davis and Superband, The Crazy Hambones sowie Marie-Louise Weber präsentieren dem versierten Publikum einen Querschnitt ihres Könnens. Sie veranschaulichen ihren Hörern, dass Blues nicht gleich Blues ist. Durch ihr freies Improvisieren zeigten sie dem Publikum die verschiedenen Spielarten des Blues. Ein Genuss für Augen und Ohren, für Jung und Alt. Lassen Sie sich diesen Genuss nicht entgehen, bestellen Sie noch heute unter der Nummer 01803 57 4x die 0 und die 9 Ihre persönliche DVD Blues and More 2010. Bunt, hoch und mit extra viel Accessoires. Das sind echte Hingucker. Doch nicht nur dies machen wahre High Heels aus. Bequem sollten sie sein. All diese Kriterien erfüllen jetzt die Schuhe auf der GDS in Düsseldorf. Anja und Stefanie sind nicht nur hübsch, sondern auch trendy. Die Schuhmesse GDS leiht ihnen zum Shopping bereits die Schuhe, die erst bald in den Läden stehen. Kräftige Farben, Wildleder und Applikationen. Das Label Sheen zeigt hier, wie es läuft. Plateaus und High Heels natürlich weiter sehr in. Hier werden Schuhe nicht höher oder niedriger, sondern immer bequemer. Verzierungen dürfen nicht nur an den schwarzen Enkelboot. Strasssteine passen an jeden Schuh einer verspielten Lady. Hier an lilafarbenen Pumps von XT am Fuß von Stefanie. Anja freut sich vor allem darüber, dass auch ihre Boots den ganzen Tag tragbar bleiben. Shopping ohne Schmerz, ein echter Traum. Für den Herrn gilt, Männerhandtasche funktioniert. Bei den Schuhen ist es rustikal. Starkes Leder, kräftige Stoffe, aber auch mal mutigere Farben. Die Schuhtrends 2011. Freut euch, Ladies, es wird wunderbar auf der GDS. Leider nur für Fachbesucherinnen. Im brandenburgischen Wiesenau stehen die Pläne für eine Umgehungsstraße. Doch bevor der Bau beginnen kann, müssen die Hinterlassenschaften des Zweiten Weltkrieges beseitigt werden. Die Einsatzkräfte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Brandenburg hatten dabei alle Hände voll zu tun. Seit ein paar Monaten werden in den Waldgebieten entlang der zukünftigen Umgehungsstraße Briesko-Finkenherd-Wiesenau Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg aufgespürt und entsorgt. Haben wir gerade gefunden, ein Lehrwerk von der 12-5er mit Zünder. Viele hunderte Wurfgranaten, Panzerfäuste, Handgranaten und natürlich Waffenteile aus Kriegstagen wurden hier im Räumungsgebiet an die Oberfläche befördert. Einige nicht transportfähige Hinterlassenschaften mussten aber heute hier vor Ort durch Sprengung vernichtet werden. Wir haben heute Morgen in Wiesenau, Nähe der Ortslage Wiesenau, verschiedene Munitionskörper gesprengt, die bei den normalen Räumarbeiten für die Ortsumgehung Briesko-Finkenherd geborgen worden. Diese Munitionskörper waren nicht handhabungstransportfähig, da mussten sie vor Ort vernichtet werden. Doch das war nicht die einzige Sprengung an diesem Tag. In der Nähe von Fürstenwalde wurde ebenfalls bei Sondierungsarbeiten eine 100-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg aufgefunden. Je nach Lage geht Sprengung vor Entschärfung, denn die Sicherheit für die Sprengmeister hat Vorrang. Was übrig blieb, war ein großer Krater mitten im Wald und Bombensplitter. Für Sprengmeister Metke vom KMBD war es die erste. Ja, die Eigenverantwortlichkeit ist ja heute das erste Mal gegeben, dass man wirklich dafür auch gerade steht, was man hier macht. Und das ist, wie gesagt, schon so ein bisschen ein erhebendes Gefühl, sagen wir mal so. Die Fliegerbombe russischer Herkunft wurde mit 2x2 Kilo Schneidladung endgültig vernichtet. Und Sprengmeister Metke schaut zufrieden in den Krater. Wichtig für die gesunde Entwicklung bei Kindern ist eine ausgewogene Ernährung. Die Vorbildfunktion der Eltern spielt dabei eine besondere Rolle. Worauf die Deutschen bei ihren Essgewohnheiten Wert legen, zeigt unser Beitrag über gesunde Ernährung.
Wie der Vater, so der Sohn. Das gilt beim Essen ganz besonders. Denn Kinder werden in ihrem Ernährungsverhalten maßgeblich von den Eltern geprägt. Dabei orientieren sich Mädchen an der Mutter, die Jungs am Vater. Das ist eines der Ergebnisse der Nestle-Studie 2011. Gut also, wenn sich die Eltern gesund ernähren. Problematisch wird es, wenn dem nicht so ist. Im Durchschnitt sicherlich so, dass die Familien, die mehr Geld zur Verfügung haben, mehr Wert auf gute Nahrung legen, auch mehr Sinn drin sehen und wissen, dass eine gute Ernährung auch gesundheitsförderlich ist. Im Gegensatz dazu haben mehr als 15% in bildungsfernen Schichten einen Body-Mass-Index von über 30 und damit starkes Übergewicht. In den sozial besser gestellten Schichten liegt dieser Wert nur nahezu halb so hoch. Problematisch dabei, das schlechte Essverhalten der Eltern kann gravierende Folgen für die Kinder haben. Natürlich wird unser Ernährungsverhalten in hohem Maße erst einmal davon geprägt, was wir im Elternhaus lernen, welche Vorbilder wir im Elternhaus haben. Und das heißt natürlich auch, dass hier die Eltern eine große Verantwortung dafür haben, welche Ernährungskarriere ihre Kinder machen, ob sie von Kind auf lernen, was es heißt, sich vernünftig zu ernähren und ob sie auch mit der Fülle des Angebots, mit dem sie heute konfrontiert sind, ob sie damit vernünftig und diszipliniert umgehen können. Eltern aus den oberen sozialen Schichten achten meist auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung ihrer Familie und legen Wert darauf, dass regelmäßig und gemeinsam gegessen wird. Das gelingt Müttern am besten, die nicht arbeiten oder nur in Teilzeit berufstätig sind. Ein gemeinsames Familienessen findet meist nach Feierabend statt. 82% der in Vollzeit beschäftigten Mütter und 62% der Väter essen fast täglich mit ihren Kindern zu Abend. Unsere wichtigste Erkenntnis ist, dass der Preis für den Konsumenten nicht mehr die alles entscheidende Domäne spielt, sondern dass die Qualität wieder stärker in den Vordergrund kommt. Und das ist gut. Neben der Qualität spielt auch Vielfalt eine Rolle. Des Weiteren ist es schön zu sehen, dass man ein Verständnis bekommt, dass Lebensmittel einen hohen Wert darstellen. Für Kinder ist gutes Essen übrigens vor allem mit den 3 P's gleichzusetzen. Pizza, Pommes, Pasta. Obwohl sie grundsätzlich wissen, welche Nahrungsmittel gut für sie sind. 100% ordnen Salat, Obst und Gemüse beispielsweise als gesund ein. Nach der Werbung sehen Sie Unterhaltung pur. Neuvorstellungen auf der CeBIT. Umweltfreundlich. Die Elektroflitzer bald als 6-Sitzer. Tanken war gestern. Das erste sportliche City-Elektroauto der Welt. Einzigartiges Konzept. Emissionsfreie Mobilität bei Ladung mit Sonnenenergie. Für ökologisch Bewusste, die auf Fahrspaß nicht verzichten wollen. Sportlich, wirtschaftlich, ökologisch. Leistung ohne Emissionen. Vergnügen ohne Ende. Erleben Sie die Highlights der Sachsen Classic 2009. Medienservice Los bietet Ihnen in ca. 97 Minuten einen Zusammenschnitt dieser Veranstaltung auf DVD. Sehen Sie den Start in Zwickau. Nehmen Sie an der Wertungsprüfung in Schönfels teil. Genießen Sie alle Fahrzeuge an der gefürchteten steilen Wand von Merane. Erleben Sie 185 Teams aus 12 Ländern mit ihren Oldtimern aus der Zeit von 1903 bis 1988. Staunen Sie über die Motorisierung der Fahrzeuge zwischen 6,5 und 400 PS. Hören und sehen Sie ein Interview mit Boxer Axel Schulz sowie den TV-Beitrag von HIT TV EU. Lassen Sie sich dieses Erlebnis nicht entgehen. Bestellen Sie noch heute unter der Nummer 01803 57, 4 mal die 0 und die 9, Ihre persönliche DVD Sachsen Classic 2009. Edle Pferde und historische Kutschen, das ist das Thema der DVD Equipage Bad Elster 2010. In ca. 85 Minuten erleben Sie den Pfingstsonntag 2010 in Bad Elster. Dieser begann am Vormittag mit einer Kutschenpräsentation, am Nachmittag folgten Schauvorführungen und Wettkämpfe. Vor der Siegerehrung gab es noch den Höhepunkt des Tages, das Kutschtheater. Einfach ein Muss für alle Kunst- und Pferdeliebhaber. Lassen Sie sich dieses Highlight nicht entgehen.
versetzen Sie sich zurück in die gute alte Zeit, als es noch einen sächsischen König gab. Bestellen Sie noch heute unter der Nummer 01803 57 4x die 0 und die 9 Ihre persönliche DVD Equipage 2010 Bad Elster. Blues and More, das war das Motto des ersten Chemnitzer Blues Festival 2010. In circa 67 Minuten erleben Sie einen Mitschnitt dieser Veranstaltung auf DVD. Diese fand am 5.6.2010 im Schauspielhaus in Chemnitz statt. Die drei Gruppen Ibi Davis and Superband, The Crazy Hambones sowie Marie-Louise Weber präsentieren dem versierten Publikum einen Querschnitt ihres Könnens. Sie veranschaulichen ihren Hörern, dass Blues nicht gleich Blues ist. Durch ihr freies Improvisieren zeigten sie dem Publikum die verschiedenen Spielarten des Blues. Ein Genuss für Augen und Ohren, für Jung und Alt. Lassen Sie sich diesen Genuss nicht entgehen, bestellen Sie noch heute unter der Nummer 01803 57 4x die 0 und die 9 Ihre persönliche DVD Blues and More 2010. Machen Sie mit bei unserem Facebook-Gewinnspiel. Gewinnen Sie jeden Monat attraktive Überraschungspreise. Einfach den Gefällt mir-Button drücken und mit dabei sein. Auf der Facebook-Hit-TV-EU-Seite erfahren Sie Hintergrundinformationen über den Sender und welche neuen Beiträge bei Hit-TV-EU zu sehen sind. Also dann, einfach den Gefällt mir-Button drücken und mit etwas Glück gehören Sie zu den Gewinnern. Ich befinde mich nun in der Todesmeersalzgrotte des Radonheilbades. Hier findet man besonders gut zur Entspannung. Für Frauen gibt es nichts Entspannenderes als eine Shoppingtour mit der besten Freundin. Doch was, wenn die mal keine Zeit hat? In den Warenhäusern der Zukunft findet man auch dafür jetzt eine Lösung. Doch kann ein Computer wirklich einen Servicemitarbeiter ersetzen? Sehen Sie selbst. Wie von Zauberhand schweben Brillen, Flakons und Armbanduhren in diesem Schaufenster. Scheinbar schwerelos drehen sich die sogenannten schwebenden Warenträger auf einem magnetischen Sockel. Jetzt vorgestellt in Düsseldorf auf der Pressekonferenz zur Euroshop. Und nicht nur in deren Schaufenstern, auch innerhalb der Warenhäuser setzen sich innovative Technologien zunehmend durch. Der Tweet Mirror kann den Kunden zwar beraten, den klassischen Verkäufer ersetzen kann er aber nicht. Natürlich will der Käufer nach wie vor menschliche Beratung. Es ist eine Kombination aus beiden. Viele der Technologien, die vorgestellt werden auf der Euroshop, die sind natürlich jetzt noch in der Testphase. Da bleibt abzuwarten, wie hoch die Akzeptanz der Kunden ist. Der Tweet Mirror ist kein gewöhnlicher Spiegel. Er macht Fotos des neuen Outfits, die per E-Mail oder Twitter an Freunde gesendet werden. So kann deren Meinung noch vor dem Kauf eingeholt werden. Nur eine von zahlreichen Innovationen auf der in diesem Jahr restlos ausgebuchten Euroshop. Einzigartig wird sein für alle Beteiligten, dass wir Aussteller und Besucher erwarten aus über 100 Ländern rund um den Globus. Und wir werden mit mehr als 2000 Ausstellern 15 Messehallen komplett belegt haben. Gute Aussichten also, nicht nur für die Einzelhändler. Diese Grotte dient nicht nur dem Stressabbau, sondern fördert auch die Gesundheit. Dieses Thema war auch auf der CeBIT stark vertreten. Fitness und Bewegung waren Hauptbestandteile der neu vorgestellten Konsolenspiele. Auch die moderne 3D-Technik brachte ihren Spaßfaktor mit ein und machte die CeBIT sehr vielseitig. Action nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch davor. Der Gaming-Trend auf der CeBIT heißt Bewegung. Skifahren im Wohnzimmer oder ein Tischtennismatch gegen den Computer. Mit den neuesten Konsolen und Controllern kein Problem mehr. Der Trend geht halt dahin, dass man wirklich interaktivere Spiele spielt, deswegen auch bei den Racing Seats mit Lenkrad und Pedalen und halt nicht den einfachen Controller in der Hand hat, wie es vor einer gewissen Zeit ja noch der Fall war. Dass Bewegung nicht nur gut für den Körper, sondern auch für den Geist sein kann, zeigt diese Erfindung des Fraunhofer Instituts. Mit dem Hopscotch soll Kindern spielend Wissen vermittelt werden. Die Kinder wollen spielen, das wissen wir. Die Lehrer und die Eltern wollen, dass sie lernen. Und die Idee ist eben, das, was das Spiel mit den Kindern macht, fürs Lernen zu nutzen. Dreidimensional wird es bei Nintendo und das sogar ohne Spezialbrille. Im richtigen Winkel wirken die Spiele auf der tragbaren Konsole wie zum Anfassen. Ausgesprochen lebensecht, auch dieser Fahrsimulator für die Rennstrecke.
In Zukunft ist Fahrschule, wird sicher mit einem Simulator gemacht, also die erste Lesson und dann langsam ins Auto. Mit Rennfahren ist das am Moment schon so realistisch, dass es auch Meisterschaften gibt und auch weltweit, dass es neben das echte Rennen auch eine Meisterschaft gibt auf Simulator. Bei den weltbesten Computerspielern gibt man sich traditionell. Hier bewegen sich nur die Daumen. Das Publikum ist trotzdem fasziniert. Die Gaming-Branche zeigt sich auf der CeBIT 2011 eben von ihrer vielfältigsten Seite. Auch das Einkaufen wird zeitsparender. Neue Technologien ermöglichen einen weniger aufwendigen Lebensmittelkauf. Unser nächster Beitrag zeigt das intelligente Warenhaus von morgen. Der Easy Flow. Eine der Weltneuheiten, die auf der Euroshop in Düsseldorf Premiere feiern. Er gehört zu einer komplett neuen Kassentischgeneration, die automatische Identifikation ganz ohne Barcodes ermöglicht. Sogar verschiedene Apfelsorten werden vom System präzise erkannt, abgewogen und so der Preis ermittelt. Das Prinzip funktioniert in der Form, als dass wir über Bildprozessoren und Spektralanalyse die Produkte versuchen zu identifizieren und das gelingt uns zu 99%, insbesondere auch bei frischen Produkten, ganz, ganz wichtiges Thema, die sowohl verpackt sind als auch eben logischerweise unverpackt. Einkaufswagen ist nicht gleich Einkaufswagen. Beim Smart Shopping ermöglicht der sogenannte M3EA das Sortieren der Waren in vom Kunden mitgebrachte Körbe. Beim Checkout werden im Scan-Tunnel die RFID-Warenetiketten erfasst und automatisch ans Kassenterminal weitergeleitet. Hier braucht man nur noch mit seiner Kreditkarte zu bezahlen. Ohne weiteres Umräumen werden die Körbe ins Auto verladen. Unser System, unser Smart Shopping Konzept ist ausgelegt, dass wir ein intelligentes Regal haben, welches mit RFID-Leseeinheiten ausgestattet ist. In jedem Produkt, das sich im Regal befindet, sind RFID-Etiketten eingebaut und wir können eine permanente Inventurkontrolle durchführen. Das heißt, wir haben eine permanente Übersicht über die Waren, welche sich im Regal befinden. Und in Zukunft sind Produktinformationen nur noch einen Fingerzeig entfernt. Die Entwicklung elektrisch betriebener Fahrzeuge ist im vollen Gange. So hatten bis jetzt in einem Elektroflitzer 2 bis 4 Personen Platz. Doch schon bald gibt es ihn auch als 6-Sitzer. Auf dem Genfer Autosalon wurden die Autos von morgen vorgestellt. Eines der Messe-Highlights des Genfer Autosalons ist auf dem VW-Stand zu bewundern. Die Wolfsburger haben einen neuen Bulli. Das Concept Car steht zunächst einmal optisch seinem kultigen Vorfahren in nichts nach. 2 Farbenlackierung und viele verglaste Flächen, ganz so wie beim legendären Samba-Bus. Doch anders als sein Vorgänger fährt der neue Bulli nicht mit Benzin, sondern mit Strom. Sein 115 PS starker Elektromotor bringt den 6-Sitzer lautlos auf bis zu 140 km/h Reisegeschwindigkeit. Die am häufigsten gestellte Frage bei der Vorstellung lautete, wann kann man diesen Bulli denn endlich kaufen? Wir machen ja Showcars, um die Reaktionen der Kunden zu testen. Und unsere Marketingleute, unsere Vertriebsleute messen daraus, mit welcher Stückzahl man ein solches Fahrzeug dann tatsächlich auch verkaufen kann. Und wenn das positiv ist, und ich sehe das als Reaktion momentan sehr positiv, dann werden wir entscheiden, ein solches Fahrzeug dann auch zu entwickeln und auch zu vertreiben. Aber wir nutzen die Messe, um genau das auszutesten und danach sehen wir weiter. Das dürften die vielen begeisterten Besucher gerne hören. Dieses Concept Car besticht nicht nur durch seine vielen liebevollen Details. Der neue Bulli ist gerade einmal 3,99 Meter lang, trotzdem bietet er Platz für 6 Erwachsene und das Ganze auf 2 Sitzbänken. Auch in Sachen Reichweite ist der Kleine ganz groß. Erst nach 300 Kilometern ist die 40 Kilowattstunden Lithium-Ionen-Batterie leer und muss an die Steckdose. Leider sind wir damit schon am Ende unserer Sendung. Ich bedanke mich für Ihr Zuschauen und verabschiede mich aus Bad Schlema mit einem Glück auf.